So. Super. STN gegen Beisel. Und wir sehen, okay, Mi Brawler und Roy. Ja. Wenn ich das noch richtig sehe, typisch für SDN, er hat wieder Ike mit dabei auf jeden Fall. Ja, genau. Also ja. Drei von den Charakteren konnte man abschätzen. Ja. Die anderen beiden sind für mich Überraschungen, und zwar Greninja und Mi Brawler. Aber ja, Kirby, klare Sache, und Wolf auch sehr, sehr sicher. Von daher, was mich aber mehr überrascht hat, ist das Line-Up von Beisel. Bei Benjo war ich mir auch sicher, dass er den nimmt. Den Rest, kein Plan. Ich dachte, er nimmt Piranha-Pflanze noch. Hat er jetzt nicht. Ah, oh, okay. Ja. Rosalina finde ich auch interessant. Ja, also Rosa siehst du eigentlich ja nie in Smash Ultimate. Und das ist schon interessant, wenn das mal passiert. Und wir sehen hier ein SD von Beisel. Richtig, kommt jetzt hier auch mit Benjo und Kazooie auch direkt mit rein. Wird auch ein bisschen bearbeitet. Okay. Ah ja, da kann er ans Match durch. Das ist gut. In die Granate? Nee, hat nicht ganz funktioniert. Diese Federmechanik, also mit dem Side B ist das, glaube ich, ne? Mhm. Kannst du mir die ein bisschen erklären? Die, ja, er hat 5 Federn pro Stock und kann diese Wonder Wing-Attacke ja eben 5-mal pro Stock einsetzen. Die ist halt ziemlich gut, also sehr stark, invincible, aber halt das, der Schwachpunkt der Attacke ist, wenn man sie schildet oder wenn man sie am Ende punisht, dann kann man die auch hart punishen. Ah, okay, gut. Also muss man die wirklich mit Vorsicht genießen, oder? Genau, also Benjo-Spieler haben oftmals das Habit, dass sie die ein bisschen spammen. Mhm. Und ja, wenn sie halt dafür gepunished werden, dann ja, ist schlecht. Dann ist schlecht. Von daher, man muss das schon alles so ein bisschen so mit Setups und sowas benutzen, damit man ja damit auch durchkommt. Jetzt kommt der Greninja, der zweite unbekannte Char von SDN. Wobei ich schon gehört habe, dass er den auch spielt. Mal gucken. Ja. Okay, oh, Big Damage. Und, der macht oh, und da nochmal. Ist der Punish ja, dann genau, auch direkt. Genau. Okay, alles klar. Schäden, Dashen, F-Smash. Das ist eigentlich immer so. Ja. Da kommst du ganz gut weit. Playercam sieht wunderschön aus. High Quality. Ja, da haben wir ein bisschen umstrukturiert, aber das läuft gut. Kurzen Sip vom Tee. Kann ich euch auch nur empfehlen. Es ist zwar Sommer, aber es ist komischer Sommer. Ja. Die Infekte gehen rum, also bleibt gesund und stay hydrated. Definitiv. H2O sonst K.O., meine Lieben. Genau. Ja, und gerade auch warme Getränke helfen immer gut, den Körper ein bisschen mehr die Flüssigkeit speichern zu können. Das wusste ich noch nicht. Das werde ich mir merken. Ja, auf jeden. Ja, wir sehen jetzt hier den Duck Hunt, natürlich der beste Charakter von Beisel, der aber ein bisschen vom Greninja gerade zerstört wird. Bisher habe ich von den Squad Strike Matches von Beisel gesehen, dass er ziemlich zerstört hat mit Duck Hunt. Also so ziemlich alles, was kein Main Character war, wurde komplett auseinandergenommen. Jetzt sieht das hier gerade ein bisschen anders aus. Und zwar auch so sehr, dass man fast schon drüber nachdenken könnte, als SDN den auch im Main Bracket gegen Duck Hunt zu spielen. Jetzt aber hier der F-Smash und ja, der Kirby, der älteste Main von SDN. Der Kirby schon von Brawl. Okay. Mhm. Ja, früher auch schon immer komplett insane mit dem Kirby unterwegs gewesen. Seit Brawl schon oder schon seit. Ja, ja. Also ich. In Smash 4 hat er auch Kirby gespielt. Mhm. Bisschen. Oder remained. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Er hatte auf jeden Fall mehr als einen Char da. Da hat er ja auch Cloud und so gespielt. Aber, oh, der versucht da ein bisschen rumzujanken. Klappt das? Oh oh. Oh oh. Oh. Ja, das ist das Beste, was Beisel jetzt machen konnte. Wieder ab auf die Stage und sich da nicht reinbaiten lassen in die Edge-Situation. Oh. Und Payoff? Na, nicht ganz. Und vom Mash noch die Side-B in die andere Richtung gekommen, aber nicht hart gepunished worden. Genau, also was ihr hier schon seht, haut gerne in Prime rein. Genau, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, Squad Strike sieht man ja auch alle Tage. Jetzt bin ich mal gespannt hier mit der Rosa. Richtig. Die einfach nur gesquasht wird. Luma ist weg. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was du als Rosalina vermeiden möchtest, dass Luna sofort dann raus ist.
Ich bin gespannt. Also den einzigen Rosalina-Player ist hier von amerikanischer Seite der Bass. Und also der spielt sie ja auch sehr sonderbar, finde ich. Harz. Ah, hat noch nicht ganz gereicht. Oh mein Gott. Und das war mit einem Upsmash. Okay, das war ein Squash. Okay. So, damit die erste Runde für SDN hier im Finale von Squad. Ja, ich bin mal gespannt, ob Beißer jetzt ein bisschen umstrukturiert. Mhm. Wenn er so, naja, weitläufig ist mit seinen Picks, dann würde ich schon sagen, dass er da noch mehr Möglichkeit hat, also mehr Charaktere, die er picken kann. Da sehe ich schon den DDD, warum auch immer. Und ein Sheik, also kompletter Mix-up bis jetzt. Also ich will die Pflanze sehen. Hero will ich sehen. Mhm. Ich glaube, du siehst gar nichts davon. Ja, Link, Young Link hat er jetzt. Ja. Oh ja, der Ridley, stimmt. Ridley und Roy, ja, doch, das, also den DDD sehe ich gar nicht, aber sonst, okay. Okay, okay. Ja, SDN mit der gleichen Kombo, wie er eben schon reingestartet ist. Aber das ist ja auch ganz gut. Wir haben ja eben gerade in dem Match davor gesehen, dass SDN ja halt auch mit Greninja gerade gegen Bison mit seinem Duck Hunt Duo gut antreten konnte. Mhm. Und das ist ja schon mal etwas, um nachher für die Singles ein bisschen herauszufinden, okay, wie ist denn seine Form heute überhaupt mit dem Charakter? Ne? Ja, auf jeden Fall. Dass du dann das gut abschätzen kannst, ob sich das für einen späteren Spielverlauf dann nachher lohnt, wenn man im Bracket dann aufeinander trifft. Okay, also jetzt der Greninja als erstes. Hat gut geklappt, letztes Mal. Wobei natürlich auch der andere Charakter schon gut geklappt hat. Ja, ich bin mal gespannt. Greninja, interessant, ey. Ja. Super, und sehr patient, finde ich. Also wenn ich gegen Greninja spiele, dann gehen die einfach rein und kloppen immer nur rauf. Ja, wenn einer patient ist, dann ist es auf jeden Fall SDN. Ja, stimmt, das sieht man auch sehr stark immer in seinem iGameplay, definitiv. Da hast du recht. Weißel hatte Geburtstag vor 3-4 Tagen. Ach was! Und guckt euch auf jeden Fall mal seine Compilation an auf Twitter. Sein letzter Post, den er gemacht hat, war eine Compilation von seinen besten Clips in Ultimate und das ist komplett insane. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Bei Weißel 64, schaut doch mal rein. Guter Content. Guter Duck Hunt Content. Falls ihr keine Believer seid in Duck Hunt, bitte, gönnt euch das. So. Ich höre mich wieder selbst, perfekt. Also, beide einen Char verloren. Und ja, jetzt Duck Hunt Time wieder. Währenddessen haben wir hier das Matchup, was wir sonst nur von Dafung und Beißel sehen. Moment, aber er macht das schon ziemlich gut. Hat die Bola auf der B. Ist ja auch immer interessante Sache, gerade bei Squad Strike, welche Movesets die Bees haben. So, und da bin ich auf. Kleiner Wackelkontakt gerade gehabt. Ah, okay. Genau, richtig. Und wir haben ja auch noch einen Chat hier mit zu begrüßen. Also erstmal welcome an euch, Chat. Schön, dass ihr alle heute mit einschalten konntet für das NIZ24. Schön, euch auch in dieser Sommerzeit hier mit begrüßen zu dürfen. Ne? Viele sind ja auch natürlich in den Ferien unterwegs oder sowas. Ne? Mhm. Und dafür umso schöner. Heute lädt das Wetter auch nicht unbedingt ein, irgendwie am Wasser zu verweilen oder schön auf einer grünen, schönen Wiese. Und von daher sehr, sehr schön. Cool, dass ihr da seid. Ja, und wir haben gesehen eben gerade, der Duck Hunt wurde vom Mii Brawler besiegt. Was geht? Da hat SDN ja noch ein paar Trümpfe in petto, falls er später spielt gegen Beißel. Ja. Das letzte Set, was er hier gespielt hat gegen Weißel im Grand Finals, hat er 3-1, glaube ich, verloren gegen Weißel. Ach, tatsächlich.
Okay, seit wann spielt eigentlich SCN so auch mit dem Brawler? Seit den Matches mit Dafung, oder? Nee, also Brawler weiß ich gar nichts von, tatsächlich. Ah. Also spielt er schon etwas länger, denke ich mal. Mhm. Hier und da mal wieder, aber nicht im Bracket. Okay, eher just for the lols. So nach Mod. Mhm. Okay. Aber ja, alles, worin man irgendwie Zeit reinsteckt, wird natürlich auch besser. Selbstverständlich. Es sieht schlecht aus, gerade für Beißel. Ja, da hat SDN sich wirklich hier gerade die goldene Nase schon ein bisschen erarbeitet, sage ich mal. Oh, zwei Punkte. Es ist immer noch alles möglich, aber naja, es kommen halt immer noch sehr starke Charaktere. Oh, nicer Save. Ein bisschen die Chance von Beißel, den Kirby da irgendwie early zu bekommen. Die Bombe hat leider nicht schnell genug aktiviert. Jetzt kommt Ridley. Ja, der Ridley war eine Zeit lang echt ziemlich stark von Beißel. Aber ja, müssen wir mal gucken, ob es reicht in dieser Situation gegen drei sehr gute Charaktere von SDN. Okay, die AP. Ja, kommt nicht so richtig ins Spiel gegen Kirby. Oh oh. Und? Oh. Und tschüss. Und das war's. Ja, also 2-0 für SDN und erwartet jetzt erstmal hier im Grand Final.